Herzlich willkommen, liebe Gemeinde und alle, die zuhören oder auch zuhören werden. Ja, ich habe ein interessantes Thema für uns, das wichtig ist für jeden Christen. Und ich will dafür auch am Anfang einfach beten, ja, dass der Geist Gottes das auch einfach führt, ja, und dass wir in unserem Herzen auch einfach offen dafür sind. Geist Gottes, komm, erfülle uns jetzt. Schenk uns erleuchtete Augen des Herzens. Leuchte in uns hinein. Sei auch meine Führung. Leite du mich wieder. Ja, lege du die Worte auf meine Zunge, die ich reden soll. Lass mich ohne Furcht, sondern im vollen Vertrauen und im Glauben, Herr, die Worte aussprechen. Danke, Jesus, dass du gnädig bist, Herr, und dass du uns erfüllst. Amen. Ja, ich habe mir so eine Frage am Anfang. Freundschaft oder Arbeitszweckgemeinschaft? So, letzte Woche ist mir das einfach wieder neu bewusst geworden. Ich bin nah am Mikro. Ist gut. Wo, Gott hat mir einfach die Frage gestellt, bin ich ein Freund Gottes oder präsentiere ich in meinem Leben eine Freundschaft mit Gott oder präsentiere ich Religion? Und einfach, dieses Beziehung mit Gott, ist die Beziehung mit Gott in meinem Glaubensleben im Mittelpunkt? Strahle ich die auch aus? Zeige ich das meinen Mitmenschen? Ja, ich habe hier mir aufgeschrieben, zum Beispiel, ist Gott dein Freund, wenn du durchs Leben gehst? Erkennen das auch die Menschen, dass Gott nahbar und real ist, dass Gott bei dir ist und nicht fern von dir und dass es sich auch lohnt, mit Gott zu gehen. Strahlen wir das wieder, dass wir wirklich mit Gott, so unsere Beziehung mit Gott so eng ist, dass es ansprechbar ist für die, die uns noch nicht kennen, für die, die Gott noch nicht kennen. Sie uns sehen und denken, okay, das will ich auch haben, das ist das, was ich brauche für mein Leben. Das vermisse ich in meinem Leben, diese Freude, wo wir auch die ganze Zeit im Lobpreis drüber geredet haben, über die Freude, dass wir diese Freude in uns tragen, diese Liebe und alles, was dazugehört. Und dass wir das mitspiegeln, dass wir das widerspiegeln. Ja. Und auch keine Religion widerspiegeln, weil so oft erkennt man oder kennen die Leute in der Welt nur Religion. Wenn wir ihnen das widerspiegeln, dann haben sie keine Lust drauf. Sie sehen, okay, der muss das und das machen, so auf die Art, also er will sich an Regeln halten und macht nur das und das. Das ist nicht ansprechbar. Dann wird man automatisch in die Schublade der Kirche hineingesteckt, in deren religiösen Abhandlungen hineingesteckt. Nein, mein Glaube muss so lebendig sein, dass es wirklich auch erkennbar ist, dass es nicht eine Abhandlung ist, sondern dass es vielmehr eine Herzenshaltung ist, die ich einfach in meinem Leben habe. Und ja, bei dem Ganzen ist mir einfach als Grundlage aufgefallen, so ein erster Punkt, der wichtig ist, den wir einfach brauchen in unserem Leben, wenn wir wahre Freundschaft haben wollen mit Gott, das ist einfach auch, es entsteht durch eine Aufrichtigkeit. Wir müssen ehrlich sein zu uns selbst, wir müssen ehrlich sein, wo stehe ich? Erstmal gucken, wo stehe ich und sagen, zu Gott kommen und sagen, wie es ist, ob es richtig ist oder ob wir wirklich diese Beziehung schon haben, wie wir sie eigentlich haben sollten, ob wir schon so eine lebendige Beziehung mit Gott haben oder ob wir in vielen Dingen manchmal noch eine Ritualität festhängen. Freundschaft ist das Wahre und das geht nur durch Aufrichtigkeit. Es entsteht in Aufrichtigkeit und ich habe uns dazu einfach einen Psalm mitgebracht. Psalm 41, Vers 13. Ich lese es auch hier vor. Mich aber hast du in meiner Lauterkeit erhalten und lässt mich vor dein Angesicht stehen auf ewig. Lauterkeit. Was heißt Lauterkeit überhaupt? Ich habe es auch mal gegoogelt und Google sagt auch, also ich kann es auch vorlesen. Ich habe es hier noch auf dem Handy. Lauterkeit ist ein Begriff, mit dem faires und ehrliches Verhalten bezeichnet wird. Es ist ein faires und ehrliches Verhalten. Sind wir lauter?
haben wir eine Reinheit in uns, haben wir ein Verhalten zu Gott, das ehrlich ist, das aufrichtig ist, dass nicht Gott und sich selbst belügt. Wir können Gott und uns selbst belügen, aber das bringt uns nichts. Gott weiß alles. Es heißt in der Bibel, wir stehen vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Und er sieht jede Seite unseres Lebens. Er hat jetzt schon geschrieben, den letzten Tag von unserem Leben. Er weiß es. In seinem Buch steht alles. Wir können uns nicht täuschen lassen von ihm. Wir können uns nicht von ihm verbergen. Aber wenn wir ehrlich zu ihm kommen, so wie wir sind, dann sagt er immer, ich darf kommen, wie ich bin zu Gott. Und es ist so. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Und wir können auch unsere dürfsten Momente und unsere dürfsten Fehler uns selbst auch zugestehen und auch Gott zugestehen. Wir sind in vielen Dingen noch unvollkommen. Aber wir streben Vollkommenheit an. Und so ist es so wichtig, dass wir uns mit Ehrlichkeit vor sein Angesicht begeben. Und dann lässt er uns auch vor sich kommen. Und dann dürfen wir ewig bei ihm bleiben. Und dann ist das eine Beständigkeit. Wenn wir ehrlich sind, werden wir immer wieder mehr und näher zu ihm kommen. Und auch aus dieser Ehrlichkeit, wenn wir ehrlich sind, entsteht auch Gottesfurcht. Es ist so wichtig, dass wir in der Gottesfurcht leben. Die Gottesfurcht nutzt zu vielen. Zum Beispiel, Paulus hat auch im Timotheusbrief, glaube ich, geschrieben, die leibliche Übung nützt nicht viel, aber die Gottesfurcht ist für alles nützlich. Und so ist es wichtig in unserem Leben, dass wir in der Gottesfurcht reifen. Und das geht durch Ehrlichkeit. Wir können nur Gott fürchten, wenn wir ehrlich sind zu ihm und zu uns selbst. Daraus entsteht das. Und aus der Gottesfurcht entsteht auch Erkenntnis, wie es auch in Sprüche 1, Vers 7 heißt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Tore verachten Weisheit und Zucht. Haben wir die Furcht des Herrn in uns? Haben wir sie in unserem Leben und mehrt sie sich auch? Weil dadurch wächst die Erkenntnis. Gott als Freund, die müssen wir erstmal erkennen. Gott als Freund muss man lieben lernen. Man muss ihm Raum geben. Hat Gott Raum in deinem Leben? Hat Gott Raum in meinem Leben, muss ich mich auch immer wieder fragen. Oder haben andere Dinge den Platz eingenommen, den Gott haben sollte? Hat die Welt mit all diesen Dingen und Zeitverschwendungen Raum genommen in meinem Leben? Oder hat Gott den ersten Platz? Und deswegen ist mir so klar geworden, dass daraus dann entsteht eine ganz klare Ausrichtung auf Gott. Es ist so nötig, dass wir ausrichten uns auf Gott und es von nichts abbringen lassen von dieser Ausrichtung. Dass wir mit allem, was wir sind, auf Gott schauen und nichts soll uns abbringen, weder nach rechts noch nach links. Wir wollen ganz klar in Gottesfurcht leben. Und da müssen wir eine klare Ausrichtung haben. Da müssen wir alles dran legen, Herr, dass wir darin wandeln. Und ich habe da uns einfach mal Psalm 123,2 mitgebracht, dass diese Ausrichtung auch zeigt, wie sie auch in unserem Leben sein soll. Und da steht, ich schlage es hier auf. Sieh, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Blicken unsere Augen auf den Herrn, wenn der Magd auf ihre Gebieterin schaut, oder wenn ein Knecht auf den Herrn schaut, so tut das mit Ehrfurcht. So tut das mit Verehrung auch. Und ganz klar, es soll in unserem Leben nichts geben außer Jesus. Unser Blick soll nur auf ihn sein. Der Rest ist nicht wichtig. Unsere Augen schauen auf den Herrn. Mit allem, was wir sind. Und da ist auch noch, das schwingt in diesen Vers auch noch so eine gewisse Geduld mit. Eine Geduld, die nötig ist, bis wir es erlangen. Wir blicken so lange auf Gott, bis er uns gnädig ist. Amen. Wir geben nicht vorher auf. Amen. Wer vorher aufgibt, der hat verloren. Genau. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen bis zum Ende durchhalten.
wie hat Daniel 21 Tage gefastet? Am 21. Tag kam der Engel. Er hat nicht vorher aufgegeben. Er war beständig. Und Gott belohnt ihn. Gott sagt, ich liebe dich. Er kommt durch den Engel und sagt, er ist mein Geliebter. Wir wollen, dass Gott zu uns sagt, du bist mein Geliebter, ich liebe dich. Ich liebe dich mit allem, was in mir ist. Und ich nehme dich zu mir als mein Freund. So wie es mit Daniel getan hat zum Beispiel. Da müssen wir auf ihn blicken und uns ganz auf ihn ausrichten. Dann nimmt er sich zu, für uns auch mehr und mehr Raum. Und dann lässt er uns auch näher an ihn hin. Und dann erkennen wir auf einmal mehr Dinge, die wir in der geistlichen Welt vielleicht noch nicht erkennen. Und wir werden auch viel mehr in allen Bereichen, denke ich, bereichert werden. Eine tiefe Beziehung mit Gott hat eine Frucht, die ist unglaublich. Die dürfen wir uns ernehmen. Und Psalm 42 beschreibt das auch so schön. Viele kennen den, denke ich. Und der ist ja so bekannt. Und ich finde ihn einfach so schön, weil er hat so eine Tiefe und so eine Sehnsucht nach Gott, die David da einfach beschreibt, die die ist was Besonderes. Wohl dem, der sich ich bin hier im falschen Vers. Also wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Wie ein Hirsch nach Wasser lechzt. Ich weiß nicht, ein Hirsch trinkt wahrscheinlich mehr als ein Mensch. Und dort, wo David geredet hat, war es ja schon eher so eine Gegend, da war es ja schon eher trocken. Und dann hat man Wasser, war sehr wichtig zum Leben. Und so ist es so interessant zu sehen, ja, dass er lechzt wie ein Hirsch. So ein richtiges Dürsten, ich vertrockne Beine. Ich brauche Gott. Mit allem in mir. Und meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Der Gott, der lebendig ist, den wollen wir ja repräsentieren. Den wollen wir in die Welt hinaustragen. Nicht den Gott, der an der Wand hängt, am besten noch am Kreuz hängt. Nein. Wir wollen den Gott, der lebendig ist, der sich bewegt. Der Geist schwebt über den Wassern. Und er erfüllt alle. Er schaut nach denen, die ihn suchen. Die Augen des Herrn gehen über die Erde und suchen nach denen, die ihn ehrlich suchen. Amen. Heißt es. Amen. Und so warten wir, bis Gottes Angesicht kommt und erscheint. Wir müssen in unserem Leben alles aus dem Weg räumen, was da dazwischen ist. Gott kann ich nur begegnen, wenn ich bereit bin, andere Dinge auf die Seite zu legen. Wenn ich mir mal Zeit nehme, auch zur Ruhe zu kommen. Zeit, wo ich wirklich nur Gott gebe und wo alles andere weggeht. Internet aus, Handy aus, Bibel holen in die Hand und einfach mal das Herz öffnen, auch mal auf ihn warten. Auf einen guten Freund wartet man auch mal. Dann ist es nicht schlimm, wenn der mal 10 Minuten später kommt oder so. Lasst uns Gott in unserem Leben immer wieder 5 Minuten mehr geben. 5 Minuten mehr an diesem Tag. Mal da. Und Gott wird es belohnen. Hebräer 11, Vers 6 sagt, dass Gott belohnt den, die ihn suchen. Lasst uns 5 Minuten mehr geben. Das ist nicht schwer. Zum Beispiel morgens, wenn ich aufstehe, 5 Minuten Wecker früher stellen. Das ist kein großes Problem. Und dann einfach mal 5 Minuten hinzusetzen und sagen, Gott, hier bin ich. Diese Zeit soll zu deiner Ehre dienen. Auch mal vielleicht 5 Minuten schweigen oder so und hören, was der Geist sagt. Wie war es bei Elia? Gott hat nicht durch den Sturm geredet. Nein, er hat ein leises Säuseln gehabt. So ist es auch in unserem Leben. Gott redet leise manchmal. Da müssen wir uns erstmal die Ruhe holen. Am besten oftmals auch morgens. Also ich kenne es, also abends ist auch schön, mit Gott Zeit zu verbringen, aber morgens ist meistens noch schöner, weil dann habe ich, meine Gedanken sind noch komplett frei. Noch keine Informationen in dem Kopf drin. Nur Gott. Nur Gott und ihn allein.
gehört die Zeit und ihm allein gebührt die Ehre dann. Und das ist so wunderbar. Dann geht die Zeit wie Stunden, sie können Stunden verfliegen. Manchmal sind es dann 2 Stunden auf einmal weg. Wenn wir morgens Zeit mit Gott verbringen, dann haben wir auch in unserem Gedanken noch nichts anderes im Kopf wie ja, unsere Probleme des Alltags. Ich gehe in die Schule, irgendwelche Schulsachen oder so, die sind dann noch nicht so präsent. Weil wir uns direkt schon mit dem Wort Gottes füllen, direkt mit der Kraft füllen, die in dem Wort ist und uns davon einfach auch verändern lassen. Ja, das ist nötig. Und das sagt auch Psalm 63, sagt es etwa so ähnlich. Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Bin ich bereit, früh Gott zu suchen, bevor allen anderen in unserem Leben. Gott hat die erste Priorität. Bevor ich Kaffee trinke, bevor ich egal was mache, Gott hat die erste Priorität. Früh suche ich dich. Früh. Diese Bereitschaft. Schon ganz morgens habe ich Hunger nach dir, wie auch dann hier wieder schreibt, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir, in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Es war nur Land ohne Wasser. Aber er hat gedürstet nach Gott, weil er hatte kein Wasser. Gott ist unsere Lebensquelle. Wenn wir kein Wasser in unserem Leben haben, dann verdursten wir. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn wir kein geistliches Wasser haben, dann sind wir morgen tot. Mehr als 5 Tage ohne den Heiligen Geist klappt nicht. Sie sind geistlich, sterben wir sonst. Wir verdürren geistlich, wenn wir uns nicht Raum nehmen, um schon direkt als erstes nach ihm zu suchen. Ist es wichtiger, als echtes Wasser zu trinken? Ja, ist es wichtiger, geistliches Wasser zuerst mal zu trinken? Das aufzunehmen in unsere Seele. Denn ja, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Das ist sein Verlangen, seine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Er wollte ihn sehen, er wollte seine Nähe erkennen. Das muss auch in unserem Leben so sein, dass wir uns danach ausstrecken, ihn zu sehen und ihm ja, Raum zu geben wie nie zuvor. Ich denke, wir können zur nächsten Bibelstelle gehen. Das ist, glaube ich, schon 2 zu weit, oder? Ich war zu langsam. 4 und 5, selbe Stelle. Ja, die können wir überspringen. Hier wird es nochmal erwähnt, in Jesaja 30, 15 und 16. Die Worte haben ganz oft schon zu mir geredet. Weil oftmals will ich aus eigener Kraft was machen. Und will schon so, man hat oftmals so den Drang, wenn Gott nicht kommt, dann komme ich zu ihm, so auf die Art. Wenn Gott nicht zu mir kommt, dann gehe ich in den Himmel. Aber so läuft es nicht bei Gott. Gott hat andere Pläne. Gott will, dass wir uns, wir ehren ihn am meisten, indem wir ihm den Raum geben, dass er zu uns kommen darf. Und nicht wir mit unserer Kraft und mit unserem Glauben zu ihm. Denn so spricht Gott der Herr. Der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen wäge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr wollte Israel nicht. Israel ist uns ein Beispiel, wie wir unser Leben besser leben sollen, in den Dingen, wo sie verfehlt haben. Vertrauen. Vertrauen wir Gott dann auch, wenn er nicht kommt, wenn er noch nicht da ist. Sind wir dann mal still und warten. Auch wenn Krieg um uns herum ist und wenn die Feinde schon vor der Mauer stehen. Aber sie kommen nicht rein. Unser Gott ist wie eine feurige Mauer. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wir vertrauen auf ihn. Es kann kein Feind uns besiegen. Wir besiegen die Feinde. Jeder Feind hat, wir wissen jetzt schon, dass wir den Endsieg haben. Also brauchen wir keine Angst zu haben. Den Sieg haben wir seit Golgatha. Seit Golgatha haben wir dieses neue Leben und eine neue Identität. Und hier ist in 16 ist es auch beschrieben, dass man oftmals noch dieses alte Handeln, sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen.
Kennt ihr eure Rosse in eurem Leben, auf denen ihr dahin fliegen wollt und sagen, nein, ich will mit meiner Kraft das machen. Ich habe doch so viel, ich kann das doch, ich kann doch denken, ich kann doch, ja, ich kann doch aus meiner Kraft auch was aufbauen für Gott. Wenn es auch vielleicht für Gott ist, aber wenn es aus eigener Kraft ist, ist es nicht richtig. Wir müssen erstmal warten, bis Gott sagt, jetzt geh, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist die Stunde dafür. Darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davon reiten. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Es wird uns nichts bringen. Umso mehr sie mit eigener Kraft machen, umso mehr hat der Teufel Angriffspunkte an uns. Umso mehr hat der Teufel die Möglichkeit, das auf, was wir aufbauen, aus unserer Kraft niederzureißen. Wenn Gott es aufbaut, kann der Teufel es nicht niederreißen. Wenn wir versuchen, aus uns selbst heraus was zu bewirken, dann wird es niedergerissen. Es ist wie das Stroh, das verbrennt wird. Es bleibt nur das, was das Feuer überlebt, das bleibt nur bestehen auf ewig. Das bringt ewige Frucht. Deswegen dürfen wir Gott bitten und auch ihn fragen, dass er uns hilft, dass wir diese Kraft von ihm bekommen und diese Gnade auch bekommen, ja, nicht auf uns selbst zu bauen, sondern auf ihn und aus seiner Kraft in den richtigen Momenten auch dann die Geduld zu haben. Weil das ist, denke ich, so nötig. Und Vers 18, ich habe unten nur was Falsches hingeschrieben, egal. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Gott will uns begnadigen. Er will uns Gnade geben, er will uns helfen. Das steht drei Verse weiter. Und es ist ein Text im Jesaja. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir auf ihn harren, dann wird er Gnade geben. Und dann wird er aus seiner Gnade werden dann Dinge in unserem Leben entstehen, die vielleicht noch größer sind, als wenn wir sie aus unserer eigenen Kraft aufbauen. Gott kann die gebrauchen, die auf ihn warten und dann seine Gnade annehmen und ja, weitergeben. Und ich glaube, ein Mann, der sich Zeit für Gott genommen hat, den wir alle kennen, der 5 Bücher geschrieben hat. Wisst ihr vielleicht, wer es ist? 5 Bücher, ganz am Anfang. Mose. Genau, Mose. Der ist ein Freund Gottes. Das kann ich im vollen Vertrauen sagen, weil da sage ich nichts anderes, was Gott nicht aussagt. Nämlich, Mose hat sich Zeit genommen. Er ist unser Beispiel, denke ich, in Gott suchen. Wenn wir Gott wirklich ehrlich suchen wollen, ist Mose uns ein Beispiel. Wir können Gott suchen wie Mose. Mose hat sich da, also es ist unglaublich, ich hätte ganz manchmal auch gerne so diese Hingabe, wie Mose sie hatte. Er hat 40 Tage mit Gott verbracht, ohne Essen, ohne, ich weiß nicht, vielleicht Essen, vielleicht hat er was mitgeholt, aber auf jeden Fall 40 Tage mit Gott und nur ihn und sonst nichts. Wie erfüllt muss der gewesen sein danach? Und immer wieder, er hat sich Zeiten genommen mit Gott. Jeden Tag neu. Und so auch in liest man es in 2. Mose 33, 7 bis 11. Ja, 7 bis 11 geht es am Ende weiter. Mose aber nahm, also man muss in dem Kontext vielleicht wissen, dass Israel hat davor das goldene Kalb gebaut und ist komplett entgegen eigentlich Gottes Willen gegangen. Und ja, da kann man erkennen, dass Mose sich auch zurückgezogen hat, um mit Gott allein zu sein, um in Verbindung mit Gott zu sein. Wenn bei uns um uns herum die Welt, sie geht immer mehr weg von Gott, dann müssen wir uns herausziehen, um mit Gott zu reden. Gott ist nicht in der Welt, er ist in der Welt, aber er redet nicht zu uns in der Welt, sondern er redet zu uns, wenn wir uns für ihn aussondern. Heilig heißt, für Gott ausgesondert zu sein. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft. Haben wir ein Zelt der Zusammenkunft, ein Ort, wo wir Gott suchen, ein Ort, der Gott geweiht ist. Und so geschah es,
dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Gott ist in dem Zelt der Zusammenkunft, hat man Gott können suchen, aber es war außerhalb des Lagers. Wir müssen mal diese Auszeiten nehmen ohne Internet, wo wir dann mal Gott suchen. Vor dem Fernsehen finde ich Gott nicht. Gott ist nicht vor dem Fernsehen, Gott ist außerhalb. Dort, wo man auch seine leise Stimme mal zu uns flüstern hören kann. Die wahren Freunde, die nehmen sich diese Zeit. Wenn du ein Freund Gottes bist, dann ignorierst du Gott nicht. Wenn er dich ruft, wenn dein Geist in dir dich drängt, zu ihm zu gehen, dann geht man. Und dann holt man sich diese Zeiten der Zusammenkunft, wo man übereinkommt mit Gott und außerhalb des Lagers hinaustretet. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kamen die Wolkensäule hinein, herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose. Er ist hier, steht für Gott. Gott redete mit Mose. Das ist doch schön, wie man es lesen kann. Die Wolkensäule, das steht für die Gegenwart Gottes. So soll auch die Wolkensäule in unserem Leben hinabkommen. Der Geist kommt mit seiner Gegenwart, die spürbar ist. Die Kraft, die Elektrizität des Geistes. Es ist eine wahre Kraft, die dürfen wir erleben. Wer das noch nicht erlebt hat, ich bitte euch, nehmt euch diese Zeit wie Mose, geht mal hinaus, probiert es aus, es wird gut. Und sagt, Herr, hier bin ich und ich gehe nicht raus, bis du mich segnest, bis du mir begegnest, bis deine Wolkensäule hinabfährt und ich deine Gegenwart spüre, deine Herrlichkeit erkenne. Vorher aufgeben ist falsch. Ausharren, habe ich eben gesagt, glaube ich. Ausharren ist so wichtig, damit wir diese Herrlichkeit erleben dürfen. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Das ganze Volk hat das gesehen. So wird es auch bei uns sein. Wir sind ja das Licht für diese Welt. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wenn wir uns diese Zeiten nehmen, aus dieser Welt, dann wird es aber in diese Welt einen Unterschied machen. Es wird bewirken, dass sich das Volk, das Deutschland aufsteht und erkennt, Gott ist lebendig, weil die Wolkensäule da ist, weil die Kraft da ist. Wir müssen den Unterschied machen, indem wir uns die Auszeiten mit Gott nehmen, um in den Zeiten in dieser Welt ein Licht sein zu können. Wir brauchen die Kraft zum Strahlen. Wir brauchen die Kraft zum Licht zu sein. Das ist so wichtig. Und da ist jetzt auch jetzt ab Vers 11, der ist wunderbar. Wenn wir so genannt werden und wenn wir so eine Beziehung mit Gott haben, dann freue ich mich. Dann tanze ich, meine Freunde tanzen. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Ich habe noch nicht von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet, aber es ist ein Wunsch von mir, würde ich gerne. Spätestens im Himmel wird es passieren. Aber ich will jetzt noch nicht aufgeben, vielleicht ist Gott gnädig. Aber Demut ist immer bei allem auch der Anfang. Ich denke, Mose hat viel durch 40 Jahre in der Wüste, die er davor als Hirte schon verbracht hatte, nachdem er einen umgebracht hatte, hat er viel Demut müssen lernen. Und der Typ, der war demütig am Ende. Der wurde immer mehr demütiger. Er hat gelernt, okay, wenn ich einen umbringe, bringt es nichts. Wenn ich aus meiner Kraft will was erreichen, es bringt nichts. Ich komme nicht weiter. Es ist wie gegen eine Blockade, wie gegen eine Wand. Da bleibe ich stehen und weg. Und ich komme wieder 3 Schritte zurück. Er musste dann in die Wüste, musste dann Demut lernen und dann konnte Gott ihn wie ein Freund behandeln. Von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Mann mit seinem Freund redet. Redet wie mit einem Mann mit seinem Freund. Das ist unser Ziel. Ich denke, das will jeder. Wer das nicht will, der hat Pech. Der hat wirklich Pech, weil der verpasst was. Wer mit Gott nicht wie mit einem Freund reden will, tut mir leid, kann mich nichts dran ändern. Dann hat ein langweiliges Leben. Ja, mit Gott, es macht Spaß, wenn man mit Gott Zeit verbringt.
Und es ist immer wieder erfüllend, nur die Welt will uns auch davon abhalten, dass wir da hinkommen wie er. Und, nee, ich wollte noch zu Ende lesen. Und kehrte wieder ins Lager zurück. Also Mose, und er kehrte wieder ins Lager zurück. Mose ist dann wieder zurückgegangen. Wer noch einen Schritt weiter gehen will, der sei wie Josua. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Halleluja. Der hat Durchhaltvermögen gehabt. Aber was ist der Unterschied zwischen Mose und Josua gewesen? Der eine hat das Land eingenommen, der andere ist durch die Wüste gewandert. Der nicht aufgibt und durchgehend bei Gott bleibt, der wird sogar noch vieles mehr tun als der ein ganzes Volk durch eine Wüste durchführt und zwar schon kämpft. Aber Josua war der wahre Eroberer. Er war der in die Verheißung hineingekommen ist, der in die Ruhe, in den Frieden Gottes hineinkommen ist. Die haben immer gesucht nach einem Ort des Friedens, wo sie sein dürfen. Und das haben sie auch gehofft in diesem verheißenen Land. Und Josua ist hineingekommen. Und so dürfen wir wie Josua im Inneren des Zeltes bleiben und ins verheißene Land hineintreten, bis der Frieden kommt. Ja, das ist es soweit zu Josua und Mose. Ja, wir können noch weitermachen. Seid ihr noch dabei? Yes. Yes. Oder? Yes. Okay. Weil ich würde es eigentlich schon gerne ganz machen, nur ist schon ein bisschen lang. Aber Gott hat vorher, wo ich ihn gefragt habe, habe ich eine Bibelstelle aufgeschrieben und dann hat er gesagt, lass nichts weg. Also ich kann es auch vorlesen, weil so eine Bibelstelle findet man eigentlich nicht so oft. Deswegen war ich verwundert. In Jeremia 29,11 steht das nämlich. In 29,1 und 2. Die sind die. Ich finde es hier in der Bibel nicht, ich habe es in anderen gelesen, egal. Auf jeden Fall, da stand, dass ich nichts weglassen sollte. Und deswegen war ich verwundert. Aber ja. Ich wollte jetzt wieder eigentlich zurückgehen auf den Psalm 42, der eigentlich so ein bisschen die Grundlage des Ganzen ist. Weil der nächste Punkt ist, nämlich Beziehung mit Gott geht mit Tränen einher. Wenn wir mit Gott leben, und dieses auch ein Freund Gottes sein wollen, geht es mit vielen Tränen einher. Wir werden viele Tränen weinen, weil wir auch mehr und mehr das Herz Gottes bekommen. Wir werden mehr und mehr aus der Perspektive Gottes auf unsere Mitmenschen sehen und sehen, dass die Menschen verloren gehen. Und das wird unser Herz bewegen. Und das geht wirklich mit Tränen einher. Und genauso ging es auch David. Er hat so gesucht nach Gott und die Menschen haben ihn auch verspottet. Der da, der Gott sucht, der Freund Gottes, der Religiöse da. Ja. Aber hier steht, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist dein Gott? Wo ist dein Gott? Das ist eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, wenn wir klar mit Gott gehen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn doch nicht. Ja, es ist so. Und deswegen, Tränen sind normal. Aber es geht nicht schlecht aus. Weil Gott, der macht, wendet alles zum Guten. Und genauso lesen wir es aber auch in Jesaja 57. Und es ist auch eher ein Trost, dass wir wissen können, okay, wenn wir niedergeschlagen sind. Denn so spricht der Herr, der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten und belebe und das Herz des Zerschlagenen erquicke. Gott will dich und mich erquicken. Er will, wenn wir in diesen Momenten sind wie David, kommt er, hilft uns und erquickt uns und tritt für uns ein. Und er ist uns auch besonders nah. Psalm 34, 19 kann man dazu auch immer noch lesen. Der ist auch hilfreich, wenn wir Leid durchmachen. Weil Gott hilft denen, die zerschlagen sind, heißt es dann nämlich. Genauso sagt es auch Jeremia
31,9. Weinend kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Flehen ist auch hier noch zusätzlich. Ich will sie zu Wasserbächen führen. Wenn wir weinend zu Gott kommen mit unseren Problemen, wenn wir weinend zu Gott kommen, weil wir mal wieder irgendwie was falsch gemacht haben, wenn wir weinend zu ihm kommen, weil die Menschen uns verspotten, dann kommt Gott und sagt, ich führe dich zu Wasserbächen, ich gebe dir wieder diese Quelle, ich gebe dir diese Kraft, nach der du dich sehnst, nach der David, nach diesem Wasser, das David sich hier auf dem Psalm 42 sehnt. Es wird kommen, das lebendige Wasser wird uns in uns hineinkommen und es wird uns erquicken. Auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht straucheln werden. Denn ich bin Israel zum Vater geworden, Ephraim ist mein Erstgeborener. Er will wie ein Vater sein und er wird es auf einem ebenen Weg weiterführen und es wird nicht stehen bleiben, sondern es wird darüber hinausgehen. Und es ist so schön, das zu wissen. Tränen kommen, aber Gott erquickt. Und Gott verwandelt auch unsere Tränen. Das ist das. Die Tränen ist der Anfang, aber die Freude ist das, was daraus entspringt. Gott verwandelt deine Tränen in Freude. Und ich hoffe, das passiert in unserem Leben, wenn wir mal niedergeschlagen sind. Wenn wir keinen Ausweg sehen, wenn eine Situation so ausweglos ist, dass wir am liebsten, keine Ahnung, uns umbringen würden oder so, es gibt ja solche Dinge, dann kommt Gott in die Niedergeschlagenen und will die erquicken und aufbauen. Und ja, so steht es auch in Psalm 126, 5 und 6, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freude zurück und bringt seine Gaben. Es ist auch in deinem Leben. Wenn du weinend hingehst und mit Tränen säst, wirst du mit Freuden ernten. Wie viel größer wird die Freude sein, denke ich, als die Tränen am Anfang. Wer weinend hingeht und die Aussaat der trägt, der kommt mit einer gewissen Freude zurück und bringt auch seine Gaben. Er bekommt auch Gaben noch dazu. Freude, Frucht, es wird erkennbar sein. Wer viel weint, wird auch viel Frucht bekommen. Wer viel Gott hingeht. Das heißt ja auch, der Heilige Geist in Römer 8, 26, der vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Und nur der Herr versteht das. Und so will der Geist Gottes auch in deinem Leben dieses Seufzen, dieses tiefe Verlangen nach Gott, nach einer Freundschaft mit Gott, und nach der Frucht Gottes, die in den Frucht des Geistes sich zum Beispiel offenbart, ja, einfach geben. Und dann entsteht so ein Seufzen, das nach mehr will und das, ja, Gott gibt. Und dann wird auch Freude daraus entspringen. Und das ist wunderbar. Und 72,5 zeigt das auch nochmal. Es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen, alle, die dich suchen und die dein Heil lieben. Wenn wir Gott suchen, wir können uns freuen. Wir können uns freuen, wenn wir sein Heil lieben. Wir haben das Heil bekommen durch Jesus am Kreuz. Auf Golgatha haben wir dieses Heil bekommen und dadurch dürfen wir uns freuen. Und sollen alle Zeit sagen, Gott ist groß. Immer wieder Gott ist groß sagen. Ja, Gott groß machen. Wir sind klein, wir sind schwach. Aber Gott ist in uns groß und er ist mächtiger. Mächtiger als die Umstände, die uns wollen zerstören. Mächtiger als alles, was im Weg steht. Ja. Und ja, das waren eigentlich so die Hauptpunkte. Das habe ich ein bisschen schneller versucht durchzumachen. Und ich will einfach noch am Ende auf Lukas 11 auf eine Geschichte eingehen, die ist vielleicht ein bisschen härter. Da redet er zu den Pharisäern und so ist es auch manchmal bei uns, wenn wir aufs Äußerliche zu sehr gucken und wenn wir nicht aufrichtig zu Gott sind, da müssen wir Acht geben. Mit Aufrichtigkeit hat es viel zu tun. Da sprach der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und den Schüssel und euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Wenn man nur darauf guckt, was die Menschen sagen, nur was der andere sagt und wie komme ich als Christ gut an, das ist nicht wichtig in erster Linie. Komme ich gut an? Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen in erster Linie, dass wir
unser Inneres reinigen. Ihr Toren hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht. Gott hat auch unser Inneres gemacht. Ihm gehört unser Äußeres, aber ihm gehört auch unser Inneres. Und er will in erster Linie unser Inneres, unser Herz und alles, was dazugehört. Und da müssen wir aufrichtig zu ihm kommen und sagen, Herr, reinige mein Inneres. Zeige mir auf, wo ich noch schwarze Punkte habe, wo ich in meinen Bechern noch nicht sauber gemacht habe. Und reinige mich von innen nach außen. Und 41 gibt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Wenn wir von uns innen uns reinigen und Gott opfern, dann wird unser Äußeres auch mit rein. Da wird alles rein werden. Und das ist so wichtig. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren ja eigentlich die, die Gott kennen sollten. Es waren die eigentlich die, die Freunde Gottes sein sollten. Es waren seine Erwählten. Es waren die, die ihm nahe kommen durften, die, die teilweise sogar ins Allerheiligste gehen durften. Und das durften nicht viele, nur die, besonders der hohe Priester. Und sie hatten diese Schlüssel, sie hatten die Tora, sie hatten alles, was eigentlich nötig war, um ein aufrichtiges Leben mit Gott zu führen, um das Innere reinzuhalten. Aber sie haben das Äußere gehalten und haben ja, auf falsche Dinge gebaut und haben auf das Ansehen bei den Menschen geguckt. Und das war schlecht. Und in Lukas 11, 52 wird das dann nochmal so gesagt. Wehe euch, Gesetzgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Sie hatten die Erkenntnis, aber sie haben das den Menschen verwehrt. Sie haben es weggenommen. So müssen wir auch Acht geben. Wir haben die Erkenntnis Gottes. Wenn wir ihn fürchten, dann haben wir die Erkenntnis. Geben wir sie weiter oder lassen wir die Schlüssel für uns? Gott will, dass wir teilen. Auch so ist es mit der Liebe. Sie muss geteilt werden. So muss auch die Erkenntnis Gottes geteilt werden. Ihr selbst seid nicht hineingegangen. Und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Sie hatten das Vorrecht, in das Allerheiligste zu gehen. Hier spricht er darauf an. Ihr selbst seid nicht hier hineingegangen. Sie hatten die Chance und die Möglichkeit, ins Allerheiligste zu gehen. Mit Gott Freundschaft zu haben, mit ihm Beziehung zu haben. So haben wir auch in unserem Leben die Möglichkeit dazu. Wer Jesus kennt, wer Jesus am Kreuz angenommen hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, der hat das Recht, ins Allerheiligste zu gehen. Er hat den Vorhang, ist von oben nach unten zerrissen, als er in Golgatha gestorben ist. So kann ich jetzt frei zu ihm kommen. Nur wenn ich nicht hineingehe und es dann nur anderen noch verwehre, Gott sagt, dem wird ein besonderes schweres Gericht gegeben. Wir dürfen, müssen selbst auch mal hineingehen ins Allerheiligste und andere dazu auffordern. Und nicht daran hindern, sondern dafür sorgen, dazu beitragen, dass das Evangelium kommt und dass die Menschen in eine Beziehung kommen mit Gott. Auch die in den Kirchen, in den staatlichen Kirchen, dass sie auch hineingehen in das Allerheiligste und nicht draußen bleiben und andere daran hindern. Dass wir jeden dahin führen. Und am Ende will ich einfach noch uns sagen, Gott zwingt uns zu keiner Beziehung. Wir dürfen es freiwillig annehmen, es ist ein Geschenk. Er steht mit offenen Armen da und wartet wie ein Vater auf seine Kinder, wie der Vater auf den verlorenen Sohn. So wartet Gott auf uns, dass wir kommen und uns Zeit nehmen für ihn, für Freundschaft, für eine Beziehung. Ja, das ist es soweit. Ich hoffe, ich habe euch ein roten Faden so halb mitgegeben, dass ihr was verstanden habt und könnt euch was mitnehmen. Ja, prüft alles, das Gute behaltet, heißt es im Wort. Und so dürfen wir auch das wachsen in der Freundschaft. Ich will einfach noch beten am Ende, dass es auch unser Herz ja einfach kommt. Jesus, ich danke dir, Herr, ja, für die Worte, die du uns auch gibst und ins Herz legst. Dass wir das von dir mehr und mehr lernen dürfen, Herr, ins Allerheiligste hineinzutreten. Dass wir unsere Herzen offen machen, um wahre Beziehungen mit dir zu haben. Dass wir alles ablegen, Herr, was uns will, trennen von dir. Alles, was uns will, ja, verblenden, Herr, auf die Seite legen, Jesus. Und dass wir, ja, wie Mose hineingehen in dieses Zelt. Jesus, dass unsere Herzen auch in dieser Woche uns immer daran wieder erinnern, dass du, Geist Gottes, uns immer wieder erinnerst, dass wir eigentlich Freunde sind Gottes und nicht Fremde, dass wir eine Beziehung haben dürfen mit dir. Amen. Amen.